Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Crusader Kings 3 Serie, ihr Lieben. Und das letzte Mal haben wir Liyun angegriffen, beziehungsweise den Krieg erklärt, während das erste Mal eines unserer Familienmitglieder unter einer Seuche gelitten hat. Unsere Tochter hatte die Blattern. Das hat sich mittlerweile, Gott sei Dank, in Wohlgefallen aufgelöst. Dafür gab es übrigens auch eine Errungenschaft in Steam. Unglaublich, aber wahr. Und genau, wir müssen mal gucken. Almosen, da haben wir uns ja schon mal dagegen entschieden. Da nehmen wir lieber Pietäts- oder Frömmigkeitsverlust, weil wir das gar nicht mal so fühlen. Gab es noch einen Kniefall, ohne Gold allerdings. Haben ja mittlerweile irgendwie die Hofannehmlichkeiten zurückgedreht, ne? Also weil wir gesagt haben, nee, kostet zu viel. Tochter erholt sich, hat er auch etwas. Mal hier wieder sehen. Geschenk schicken. Bezahlt an euch 150. Gerne. Bezahlt an euch 150. Yo. Bezahlt an euch 150. Yo. Das ist gut. Ja, das ist immer, weil wir ja der das Religionsoberhaupt sind. Weil wir das Religionsoberhaupt sind, möchte man sich mit uns natürlich gut stellen. Wenn die Kirche kein Geld hat, was passiert? Die Gläubiger kommen und zahlen uns natürlich ein bisschen Gold und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht mein Gold annehmen? Und die nächste Geschichte. Bitten, Legende zu fördern. Wir können die Legende fördern. Ja, machen wir mal für 50 Gold, nehmen wir das an. So, ich warte noch auf die Verbündeten. Da bin ich noch ein bisschen in Wartehaltung. Wann die denn wohl Lust haben zu kommen? Will ich auch noch einen Moment weit weg wahrscheinlich. Der Almosen-Artefakt angeeignet, weil wir die Hauptstadt eingenommen haben. Sohn erholt sich. Okay. Gut, dann laufen wir jetzt hier hin und snacken die nochmal hoffentlich weg. So, die 6000, die holen wir da. Eine Schlange bei Hofe. Die Provinz Hibernia. Die Insel Hibernia ist jüngster Neuzugang des stetig wachsenden Römischen Reiches. Die Felder wurden von alten Reich erobert, doch sollte sich sehr angenehm als Lehnen regieren lassen, auch wenn man sich von Regen und übel riechenden nordischen Siedlern an der Küste nicht beirren lässt. Lange lebe das Kaiserreich. Okay, da gab es dann zusätzlich, wir gerade vielleicht das am Rande sehen können, gab es einen Nachbarschaftskrieg und da ist irgendetwas für uns gewonnen worden. Ja, das ist natürlich immer der Vorteil. Nicht scheint die Bauern davon überzeugen zu können, dass die Katholiken keine Schuld an der Seuche tragen. In den katholischen Kreisen hat sich bereits herumgesprochen, dass mein Reich kein sicherer Ort für sie ist. Der Handel ist infolgedessen eingebrochen. Zu allem Überfluss sind katholische Händler in vielen verseuchten Dörfern nicht nur unerwünscht, sondern werden angegriffen und verfolgt. Der Handel ist das Lebenselixier der Welt und wenn wir es nicht schnellstens etwas unternehmen, da können wir jetzt bestrafen, da wird sich die Kontrollstufe wird sich reduzieren, aber ich glaube, das machen wir einfach mal. So, was ist hier jetzt? Wir nehmen die Hauptstadt ein. Boah, das mit den Almosen ist ja echt anstrengend. Jetzt auch schon, wie oft die Ansage hier. Okay, also, wir haben es verstanden. Aber, ja. Das kommt öfter, als man will, ne? Und zwar deutlich öfter, als man will. So. Lagerungen gewonnen. Mal eben gucken. Okay.
Können wir kombinieren. Almosen, endlich. In so einer Situation, wo man auch wirklich das so gar nicht gebrauchen kann. Verschlagenheit oder Legitimität finde ich eigentlich cool. Legitimität zu pushen. Das mit den Legenden ist ja das eine Thema. Ne? Wir hatten ja hier schon mal gesagt, dass sich das ein bisschen blöd anfühlt. Also, das nicht so wertvoll ist wie das Thema der Legenden. Das hatte ich schon mal erklärt. Also grundsätzlich wäre es gut, wenn wir Legende pushen, nur wir haben ja gar nichts mit Legende zu tun aktuell, was natürlich auch so ein bisschen schwierig ist. Dann haben wir hier noch das Thema Gelehrsamkeit könnten wir noch voll machen. Oder wir gehen halt wirklich einmal auf Legitimität. Machen alle Legitimität. Weil wir es gerade brauchen, nicht weil jetzt das Sinnvollste ist. Könnte also 1.000.000 Mal hier irgendwelche Almosen verteilen. Und hätte davon im Grunde eigentlich nur Ärger. Ist das richtig verstanden? Ja, ne? Jetzt immer die Gefahr gibt, dass ich krank werde. 15%. Also das heißt, ich könnte jedes Mal krank werden, wenn ich Almosen verteile. Finde ich dann schon ein bisschen arg viel. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir mal organisierter Marsch. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, welche hier unzufrieden ist. Okay, 33 Monate. Ja, das ist... Also, nicht böse gemeint, aber jetzt auch alles nicht so heiß, wie man es kocht gerade. Wir könnten also hier relativ zügig Leute rauspushen. Der Lahme von Burgund zum Beispiel. Ja? Machen wir mal... Versuchen wir den mal rauszupushen. Disput Garcia. Achtung, wir pushen ihn raus. Ich zeige euch, wie. Ihr kennt das ja eigentlich schon. Also erstmal kriegt der hier einen Vormund. So. Dann hatten wir ja noch einen würdigen Nachfolger gesucht für den Schlachtlinien-Typi. Das ist anders. Das machen wir auch mal schnell. 18. 18. Anders, anders, anders. Wo ist er denn? So, um. Das haben wir. So, er hier. Kann man leider immer noch nicht verkaufen, ne? Also es wird Zeit, dass man... 175, oha. Ah. Warten wir nochmal ab. So. Gefangene können Lösegeld bringen. Was hatte ich jetzt gesagt? Man vergisst es hier schon wieder. Okay, Herzogtum, genau. Wir können Herzogtümer schaffen. Zum Beispiel das Herzogtum Sytra. Sagen, für 50 Gold schaffen wir das. Und dann vergeben wir das an, natürlich, wen anderes als Garcia. Mein Bester. Mein Bester unter den Besten. Und sagen, hey, weißt du, was du echt verdient hast? Du hast dir wirklich dieses Herzogtum verdient. Jetzt gucken wir nämlich gleich mal. So, der hat jetzt plus 100, ne, und zack, raus. So sieht es dann nämlich aus. Ja, und jetzt können wir ihn hier 8000 Truppen. Wenn ich jetzt wollte, Stephanos, könnte ich auch noch für mich gewinnen, aber und gerade nicht. So, hier haben wir gewonnen. Um. So, jetzt mal ganz kurz gucken, was ich alles dazu bekommen habe. Also, Ette ist, was ist das für eine Entwicklung? 34, 40, 29, 25. Nee, also das geben wir ab. Jawohl. So, was haben wir hier gesagt? 25 gebe ich auch ab. Stephanos. Kann ich den... Nubien. Aber ich glaube, an den kann ich keine Grafschaft abgeben, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Nur Titel. Ja, wobei, hier ist er. Gebe ich das da ab. Coruña. Wie kennst du noch? Deportivo La Coruña.
Was ist mit ihm hier? Das ist der Gulhem. So. Zurück. Den hier wollte es geben. So. Jawohl. Und dann haben wir noch 40 und 34. Da geben wir natürlich 34 ab. Glückwunsch. So. Und jetzt haben wir immer noch, was haben wir? Immer noch einen über der Domänenschwelle. Echt? Sehr doof. Entwicklung 22 können wir eigentlich abgeben, ne? Satura. Unis hat auch. Liliana hat auch nur eine Entwicklung von 21, ist außerdem nur die Untergeschichte von Tunis. Ah, Tunis auch nicht so prickelnd halt, ne? Das ist so. Und die gehört mir auch, oder? Ne, die gehört mir schon gar nicht mehr. Die gehört schon niemand anderes. 22. Ja, komm, gehen wir Satfura, geben wir ab. Und das geben wir, wem geben wir das? Er ist hier noch ein bisschen doof, er stellt sich noch doof an. Valerios. So, das ist Etepetete. Dann gucken wir mal, wo ist denn der Kollege? Der kann nichts mehr aufnehmen anscheinend, den können wir nicht nehmen. Dann gucken wir weiter, dann ist Trajanos noch. Trajanos. Verbreiteter Name, als man denkt, ne? Ketilmundr. Ketilmundr. Georgios, der Schwede. Orgius. Jetzt habe ich gleich die Faxen dicke, dann geben wir es einfach irgendwem. Na komm, machen wir es einfach nach Relevanz. Geben es ab. So. Avila. Hört mir jetzt. Entwicklung 40. So. Hier haben wir einen, ja gut, der hat noch keinen Erben, das ist alles okay. Er hat auch noch keinen Erben, aber die ist 28. Das Reich verliert den Titel Königreich. Da müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Ich glaube, wir übernehmen mal besser den Königreichstitel. Er fordert 500 Gold. Haben wir nicht. Schlecht. Da müssen wir warten. Also. Viel Almosen, wie wir verteilen sollen, ne? Auf keine Kuhhaut. Rom bauen wir gerade Hospital Level 2. Weltuntergang. Mein Ratsprediger Hitwan stürmt spät in der Nacht in den Thronsaal und hält eine zerfledderte Nachricht an. Mein Basilius, ich bringe schreckliche Neuigkeiten. Bezüglich der Seuche. Gotteslästerer und Ketzer verbreiten auf den Straßen die Kunde, die Welt ginge unter und behaupten, die höchste Instanz Gottes habe uns die Seuche geschickt, um den Weltuntergang der jüngsten Tag einzuläuten. Ihre Predigt hat zu einer Panik geführt und viele in den Selbstmord getrieben. Was sollen wir unternehmen? Wir beseitigen sie, oder? Ja. Alexandrios wird erwachsen. Jawohl. Schwiegernichte.
Eine Krankheit schlägt zu. Schwindsucht. Okay. Gefangene können uns noch Lösegeld bringen. Da kommen wir natürlich schneller an die 500 Gold. So, wir haben übrigens schon wieder irgendwas geerbt. Gredos haben wir geerbt. 41. Wow. Ja, gar nicht schlecht. Hat aber nur 4 Slots. Dann gehen wir das ab. So, und dann können wir theoretisch jetzt den Titel hier übernehmen. Jawohl. Gehört an mir. So. Und jetzt, liebe Leute, müsste es sogar so sein, dass wir theoretisch gleich wieder Religionskriege führen dürfen. Wenn wir mal ganz kurz gucken, was wir an neuen Hofartefakten bekommen haben. Ob es noch irgendwas Cooles gibt. Jawohl. Perfekt. Hier haben wir noch der andalusischen Kultur. Hier haben wir... Nee, da haben wir nichts Neues. Schade. Schade, Schokolade. Dann gucken wir mal hier. Oh, der würde gehen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann müssen wir gucken, dass das wird uns ein bisschen Gold kosten. Warum habe ich eigentlich immer noch diesen hässlichen Thron? Ich will endlich einen cooleren Thron haben. So. Das nächste, was wir machen müssen, ist das hier reparieren, ne? Gucken wir erstmal, was wir noch an schlechteren Sachen bekommen haben, weil die können wir natürlich verkaufen. Das sind doch einige, wie wir sehen. So, und wenn wir jetzt mal aufs Gold gucken, währenddessen, dann sehen wir, dass wir jetzt alles haben, um das hier zu reparieren. Und dann machen wir das nämlich auch. So. Sehr schön. Okay. Reduzieren wir auch mal die Komplexität der Artefakte. Freigebigkeit von Baby. Mein Nachbar, Prinz Baby, hält sich seit ein paar Tagen an meinem Hof auf, da er auf der Durchreise zu einer heiligen Stätte ist oder irgendetwas in dieser Art. Seit seiner Ankunft überstrahlt er mich mit seiner Großzügigkeit gegenüber meinem eigenen Höfling, in die sein Gold allesamt ohne jede Würde aufklauben. Kann nicht anders, als einen abschätzigen Laut von mir zu geben, als ich sehe, wie er zum wiederholten Mal von Lobhudeleien Höflingen Lobhudelnden Höflingen umringt ist, meinen Höflingen eine fette Geldkatze für euch. Und für auch für ein paar Münzen für euch, lieber. Für euch, Süße. Okay. Wie kann man das machen? Ich glaube, ist nun lange genug an meinem Hof gewesen. Wir geben ihnen mal ein Stück weit. Sagen herzlichen Dank, aber weitere Reise ist gern gesehen. So. Und dann würde ich gerne das Hospital weiter ausbauen. In unserem Hauptsitz. Also, wir haben hier schon solchen Widerstand relativ hoch ausgebaut. Wisst ihr, was mich richtig nervt? Dieses Almosenzeug, ne? Also, ich meine, ist ja alles gut, aber irgendwann ist es gut mit den Almosen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jede Provinz hier einmal durchgehen muss. Von dem gesamten Heiligen Römischen Reich. Ich weiß auch nicht, ob ich schon öfter für das Gleiche gefragt worden bin, aber es ist auf jeden Fall ein Event, das sehr, sehr, sehr häufig vorkommt. Sag mal die Frage, wie sinnvoll ist das? Was ist denn mit ihr hier? Könnte ich natürlich unterwerfen in der nächsten Generation, wenn ich sterben würde. Finnlands Religionskrieg könnten wir führen. Gegen Finnland. Wir haben 1000 Truppen. Okay. Das ist heftig wenig. Okay. Navarra. Gucken wir uns mal ganz kurz an. So.
Ach krass, da können wir sogar gute Kriegsgründe gegen. Dass wir die kaiserliche Provinz wiederherstellen. Können wir sagen, hey, wir wollen, ne, hier wieder herstellen. Oder können wir alle de jure Länder? Wie sieht das? Das stimmt ja nicht. Das ist ja. Dann auch Herzogtümer erobern. Naja, okay. Nee, müssen wir erstmal so hinnehmen. Frag mich, wer sollen dann diese Almosen, wir sollen das mal bezahlen? Das sind ja immer 200 Gold, ne? Immer 200 Gold und überlegt mal, wie oft wir dieses Event jetzt hatten, ne? Also wirklich, wirklich oft, das Event. Das finde ich dann schon ein bisschen krass, ehrlicherweise. Ich glaube, aktuell läuft kein. Aktuell haben wir keine Thematik, was das angeht. Wir können mal ganz kurz gucken. Ja, das ist so krass, dass wir hier immer noch mit so einem meisterlichen Ding rumrennen, obwohl wir echt fast von allem mittlerweile die beste Ausbaustufe haben. Das halt schon immer ein bisschen komisch. Was ist denn mit Navarra? Navarra können wir auf jeden Fall nicht vasalisieren, ne? Das geht überhaupt nicht. Der ist auch im Krieg. Das ist dann auch König, ne? Minus 58. Der ist schon bei plus 67. Schwierig. Ja, und hier, je größer, desto unwahrscheinlicher. Was ist hier? 141. Da brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir gar nicht gucken. Minus 105. Mit ihm. Oh, der würde sich sogar anschließen. Uff. Einverleibt. Putzen. Minus 3, das ist schon relativ hohe Werte. Litauen hat drei Königreiche da drin. Das macht es natürlich schwer, das dann zu klauen. Hier könnte man jetzt sich streiten, ob man ihn vielleicht noch nimmt. Das überhaupt. Ja, okay. 23.000 Truppen würden gegen mich stehen. Ah, das ist nun ein Herzogtum tatsächlich. Wenn wir das zum Beispiel machen und wir sagen jetzt hier. Wir noch nicht stationiert. Haben wir denn überhaupt gar keine Stationierungsthemen mehr offen? Doch, hier, klar. Jo. Mal sonst noch was nicht stationiert? Jawohl. 0,04. 0,34. Das ist gut. So, jetzt könnten wir ja überlegen, ne? Dass wir hier unten zumindest ihn mal eben schnell uns holen. 304, 9000 Truppen. Ein Gegner. Darlehen gegen die Seuche. Glaube ich, soll Schottland helfen. Die Hexenjagd gegen Katholiken, die der Verbreitung der Seuche bezichtigt werden, verursacht eine Vielzahl finanzieller Folgen für alle Schichten der Gesellschaft und dieser Umstand könnte mir nicht klarer vor Augen geführt werden. Mein Vasalldespot Ketilmundur tritt wie ein gewöhnlicher Bettler vor mich.
Wir finden uns in einer verzweifelten Lage, mein Basilius. Die Verfolgung katholischer Gläubiger hat alle Ungläubigen aus unserem Land vertrieben. Es lässt sich niemand finden, der die notwendige Praxis des Wuchers ausüben kann. Die meine Schatzkammer ist leer. Wir müssen eine Lösung finden. Ja, Schottland muss ein sicherer Ort werden. Ich habe nichts dafür bezahlt, ne? Es war einfach ein durchweg positives Ereignis. Almosen, endlich. 15% Typhus. Nein. Noch nicht verstanden, wann man an der Stelle irgendwann mal Ja sagen sollte. Einfach abgehauen, ey. War nicht schlecht. Schlange bei Hofe. Problem ist gerade, wir haben. Das Problem war, wir hatten sehr unausgewogen gerade die Truppen verteilt. Da waren alle Belagerungswaffen in einer Truppe drin. Das ist natürlich dann ein Problem, weil dann kommst ihr mitunter gegen Befestigungen natürlich langsamer voran. Jetzt haben wir hier Hof halten, sollen wir mal wieder. Ja, machen wir das doch. Das tun wir doch. Gerne. Aserbaidschan haben wir übrigens eingenommen. Ein furchterregender Bauer schlendert allzu nah an euch heran. Eine Wache zwischen euch tritt. Oh, weicht er zurück und lacht. Alles begann während der letzten Erntezeit. Hütte nicht, er hat eine große Sauerei. Er klopft sich auf den Schenkel, ob ihr hättet sehen sollen. Okay. Ja, machen wir ihn zum Narr. Sie knüpfen uns auf und setzen uns immer zu nach. Ein Bauer einer unruhengeplagten Region versichert mir, dass die Kontrolle dort auch ohne übermäßiges Blutvergießen wiederhergestellt werden kann. Dann bitte beleidigendes Monument. Ein Bauer tritt meinem Bittgesuch vor. Mein Lehnsherr, ich stehe als Vertreter der Perser aus Bistum von vor euch. Der Bauer hält kurz in seiner einstudierten Rede inne. Unsere Bitte für den Wiederaufbau eines wichtigen Monuments und eurer Kultur wurde von Arsenius mitachtet. Schlimmer noch. Wir werden tatkräftig am Wiederaufbau gehindert. Die Anfrage der Perser wird abgelehnt. Kostet 450 Gold, habe ich gerade nicht. So, dann gucken wir weiter in Richtung der Entwicklung. So, Tunis ist echt gerade... Ich glaube, ich gebe Tunis ab, oder? Ja, komm. Ist ab. Wenn nur noch 10, dann ist nämlich auch das Thema hier 67, 60, 28 jetzt das schlechteste aktuell. 41, 26 schlechteste, 30. Ja, 26. Ansonsten hohe Entwicklungen, ne? Jeweils. Ein Schatten über Valois. Wer durch die Grafschaft von Valois geht, sieht sich in einer schrecklichen Symphonie menschlichen Leids ausgesetzt. Die Pest hat diese einst blühende Metropole erreicht. Pest, oha, wo ist denn die Pest? Die Pest haben wir zum ersten Mal, ne? Glaube ich. Mal schauen. Alois ist auf jeden Fall...
In Frankreich, oder? Das ist dieser Schweiß, das ist. Ich sehe die Pest jetzt hier in dem Sinne auch nicht. Grippe, Feuer, Pocken, Feuer, Schweiß, Pocken, Schweren. Balui müsste ja dann hier irgendwo sein, ne? Das sehen wir noch nicht. Erfolg. Pustelfieber. Ah, okay. So. Sieht schon sehr sexy aus. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Kapazität frei für einen Religionskrieg. Müssten wir halt mal schauen, wo sich das empfiehlt, weil ich glaube, die meisten sind schon kentrigisch, also müssten uns dann vielleicht wirklich hier auf ihn stürzen. Ne? Das wäre noch so eine Option, ihn hier ein Stück weit anzugreifen. Arabien. Ja. Arabien sein zu lassen. Nichts zu machen. Weil irgendwie ich auch vermute. Ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass die Mongolen mindestens bis hier hinkommen, ne? So, wir haben 12.01. Also, da müssen wir jetzt mal wirklich drauf achten. Da wird demnächst was kommen. Da wird demnächst was kommen. Das ist eine historische Figur, die dann kommt und wir werden sie live miterleben. In der nächsten Woche wahrscheinlich schon. Mal gucken. Bis dahin auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Euer Kentrigo. Ciao, ciao.